Dann wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir fortfahren. Ah, verdammt, welcher von beiden ist es denn jetzt? 20.19 Uhr, das wird er wohl sein. Genau. Ich hätte sie nicht beide gleich nennen sollen. Aha. Passwort. Grundlegende Serverinformation. Aber ich kann sie nicht mehr ändern wahrscheinlich. Spiel hosten. Das ist es wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, auf Twitch. Nein, ach, ich antworte auf diese Frage gar nicht, Marie. Das ist so. Das ist egal, wir wechseln das Thema. Kann man die Servereinstellungen nachträglich noch ändern? Das wäre noch interessant zu wissen. Ich bin hier total falsches Thema. Wir waren bei den Servereinstellungen, Marike. Konzentrier dich mal ein bisschen hier. Ah ja, okay. Über einen Trink, wenn ich Trickserei. Ja, wahrscheinlich irgendwie, ne? Wahrscheinlich in die Datei oder sowas, ne? Korkhocken sagt nein. Es gibt so einen geilen Kopfhörer, Surround-Test. Das war was mit dem Barbershop. Da kommt dann jemand an, du machst die Augen zu und der fängt dann an, dich zu rasieren. Ne? Das ist geil. Das ist richtig cool. What the? Moment. Oh, du Verbrecher, du. Moment, ja, gerne. Musst du Tommy nach ein paar mitfragen oder Taurinchen? Ich bin gerade verhindert. Nee, das war nur so ein billiger 7% Krieger. Da will ich aber nicht meinen, endlich geht die Sonne unter, ey. Okay, dann lass uns doch mal eine schöne Gegend auskundschaften. Guck mal, hier ist Fläche, hier können wir richtig groß bauen. Gottes Willen, ey, der letzte Sonnenstrahl des Tages, der killt mich noch. Wie gesagt, Basisbau ist jetzt irgendwie mal wichtig. Ich will die aber nicht irgendwo hinpacken. Bärenterritorium. Eine Höhle voller Knochen und Heimat einer wilden Bestie. Banditencamp. Ach so, bestimmte Sachen. Geschündeter Friedhof. Das klingt ja freundlich. Was ist denn eigentlich, können wir hier nicht einfach durch? Man, hier wäre Wasser. Ich glaube nicht, dass das Wasser für uns wichtig ist. Nein, da bauen wir nicht. Da bauen wir nicht bei dem Steingolem. Was seid ihr für Typen? Erstmal den Bogenschützen wegmachen. Oder? Verdammt. Dann springt er mir dann direkt ins Bild. Oh, den kann man aber gut ausweichen. Opfer. So. Cool. Also schon nett hier. Oh. Ich bin noch zu klein, ne?
So haben wir nicht gewettet, Jungs. Die kann ich nicht aussagen? Wieso kann ich die nicht aussagen? Ich meine, das sind Skelette, ne? Aber... Au, das tat ja weh. Aber so 10 Level drüber kommt man alle noch ganz gut klar, ne? Gustav, einen schönen guten Abend. Sonnenbrand ist das neue Campfire. Könnte man so sagen. Habe ich mich nicht geheilt? Meinst du auch nicht? Der hat meinen Schatten angegriffen, als er da noch stand. Wie witzig ist das denn? Wow. Ich war momentan nur auf die Mütze hier, ne? Kann das sein? Anni hatte das Heilen eben abgebrochen, glaube ich. Das dauert ja ganz schön lange. Ja, ich habe das Heilen abgebrochen. Das ist nicht so klug dann. Ich weiß nicht, wo ich bauen soll. Gustav Kralle, hey, vielen lieben Dank für das Abo für Nell. Hey, Nell, na, nee, ist sie doch da? Ja, da ist sie. Moin, na, alle gut bei dir. Ich glaube, hier gefällt es mir. Wo kommen wir da oben hin? Oh, hier ist ein Vampir-Durchgangstor. Oh, das ist gut. Nur mit den Wölfen noch mal kurz raus. Da lass uns doch mal zu diesem Durchgangstor hingehen. Und vielleicht haben wir dann auch eine Stelle gefunden, wo wir sagen, hier möchten wir was bauen. Was ist denn hier oben? So gut. Okay. Da ist das Tor. Hier oben. Okay. Westlicher Barbaren Wald. Kommt man da gefahrlos hoch oder ist da irgendwas Böses, was hier auf mich wartet? Cool. Also, jetzt könnte ich mich von da nach da teleportieren. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann ist es eigentlich auch egal, wo ich meine Basis hinstelle, ne? Dann könnte man die auch hier unten hinstellen können, wenn es hier mehrere Teleporter gibt. Ja, ja, doch. Wäre wahrscheinlich eigentlich Latte, ne? Banditenwaffenkammer unter Leitung des Quartiermeisters. Aha. Hier ist Banditencamp. Da ist auch ein Banditencamp. Was ich noch nicht weiß, ist, ob die patrouillieren. Was? Whisper ich zurück. Anbieterwechsel ist wahrscheinlich schwierig eher. Wegen Stream und Aufnehmen. Was bist du denn? What the? Okay. Kann ich ja nicht schwimmen? Echt? Ich kann nicht ins Wasser?
Vampire dürfen nicht nass werden. Was ist denn hier mit der Stelle? Kann man hier nicht was Schönes bauen? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen klein, ne? Ich könnte doch auch hier bauen und das abreißen, oder? Laufen hier Gegner rum? Lass mal gucken. Hier ist eine schöne große Fläche. Hier sieht es doch so ruhig aus. Und hier bauen wir was. Ich glaube, hier gefällt mir das. Kriege ich hier irgendwas raus? An Ressourcen? Steine. Schön. Top. 1A. Ja, dann lass es doch hier bauen. Das finde ich gut. Das machen wir. Ah, wie schön, dass ich nicht streame. Da kann ich alles damit entdecken, ohne dass mir jemand reinredet. Es kreuzt mal hoch. Die schönsten Burgen lassen sich auf mehrstufigen Hügeln errichten. Vampir-Durchgangstore solltest du vielleicht nicht als Charakteristikum guter Bauplätze einsehen. Okay. Die schönsten Burgen lassen sich auf mehrstufigen Hügeln. Ich bin mir nicht so sicher, woran ich so einen mehrstufigen Hügel entdecke. Aber ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich auch deutlich mehr Zeit investieren als ich. Und ich war noch nie so der Typ für schön bauen. Wieso? Wie habe ich denn meine Blutgruppe geändert? Okay. Irgendwas muss ich angeklickt haben. Aber was? Ich habe irgendwie eine Tastenkombination. Habe ich so ein Herz gegessen versehentlich? Ja, wahrscheinlich. Ich habe das verdorbene Herz gegessen. Habe ich vor die 5 gedrückt. Das wollte ich aber nicht. Okay. Das wird es wohl gewesen sein. Ja, das ist... Ja gut, mehrstufig war da vorne, ne? Wo war denn das nochmal? Wo habe ich denn das mehrstufige... Das ist beim Vampir-Durchgangstor. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier ein mehrstufiges Areal finde. Ich glaube, ich nehme hier oben. Wenn ich nicht gerade mal anfange zu bauen, dann... Schatzhammer. Oder direkt nördlich. Wo ist denn hier was mehrstufiges? Mach mal weg, ja.
Eben, schaut nicht bei Negativity rein. Um Himmels Willen. Da werdet ihr viel Freude haben. Das wollt ihr nicht haben. Ich fände unten links besser. Unten links was? Wo? Hier. Nee, jetzt bin ich schon hier. Und hier ganz hingelaufen. Jetzt wird hier auch irgendwo gebaut. Hä? War da der Hauselch eben? Ach, hier unten ist direkt dieses Banditencamp. Ne? Ja, aber hier könnte man wenigstens Platz größer zu bauen. Ne? Platz ist hier oben eine Menge. Essen ist bei diesem Stand direkt vor der Haustür. Stimmt! So könnte man das auch sehen. So könnte man das auch sehen. Das Essen ist direkt vor der Haustür. Ja. Wo war hier der Aufgang? Ich bin hier angefangen, schon ein bisschen was wegzuhacken. Hier, okay. Also, weg mit dir. Wenn ich mal einen schöneren Ort finde, wie gesagt, wir können ja eine zweite Burg bauen. Oder meinetwegen können wir auch die erste abreißen. Das wird ja dauern, bis ich etwas habe, was ich Burg nennen darf, denke ich mal so. Das wird vorher erstmal wird das ein ganz einfacher Mietsack werden. Ich weiß gar nicht, wie recht er damit habe. Okay. In der Boss drin habe ich gedacht. Allerdings wusste ich nicht, dass ein Boss drin ist. Und hat sich das als nachteilig für dich erwiesen? Dass da ein Boss in der Höhle ist? Oder war es letztendlich egal? Die Axt bleibt zurück. So. Bauen. Wir brauchen 30 Blutessenz und Steine. Das Herzstück deiner Domäne. Solange es Blutessenz enthält, versorgt es dein Schloss mit Energie und bewahrt es vor dem Zerfall. Mit Grenzen und Böden, die vom Zentrum ausgehen, kannst du dein Gebiet erweitern. Wenn das Zentrum zerstört wird, zerfällt dein gesamtes Schloss. Ach was. Kann ich ungefähr 60% bebaubare Fläche in der Nähe dieses Standorts. Ja gut, Moment, wieso, was heißt ungefähr?
große Fläche. Große Fläche. Messegelände. Grün ist besser als gelb, würde ich einfach mal denken. Was meint ihr denn mit Messegelände? Ich will doch nicht die Zibel nachbauen. Bauen, abbrechen ist Space. Lass mal hier nochmal was wegkloppen. Ich will mal gucken, wie sich die Zahlen dann verändern. Kannst du ein Messer abhalten? Die neue Unterschicht, moin. Man, hier war ja noch nicht alles weggehackt. Das wird sicherlich Auswirkungen gehabt haben. Ich will nur auf die Art und Weise rausfinden, ob hier dieser Baumstumpf, der da noch hängt, ob der das Gelände irgendwie unbrauchbarer macht. Kann ich den überhaupt abbauen? Nee. Den kann ich nicht bauen. So, dann lass noch mal jetzt mal mit Bauen gucken. Große Fläche. Okay, ich... Ich weiß nicht, wofür es ist. Ich könnte euch fragen, aber will ich gerade nicht. Weil, wie gesagt, wenn du sonst keinen hast, den du fragen kannst, kannst du ja auch keinen fragen, weil du ja keinen hast, den du fragen kannst. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir antworten hier sowieso so nicht. Das ist eine vorbildliche Einstellung. Lass dich von Tommy mal auf den Tee einladen. Der gibt dir bestimmt einen aus für den Satz. Jetzt will ich hier aber überall den gleichen Wert sehen. Große Fläche. Wieso Messegelände? Was ist denn ein Messegelände? Es macht mich wahnsinnig. Und wieso ist es grün? Und kann es mir jedoch jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Also ich behaupte, grün ist besser als gelb. Das ist wahrscheinlich, die Übersetzung ist wahrscheinlich auch komisch, ne, mit dem Messegelände, ne, oder? Warum soll denn das hier so viel, guck mal, da vorne steht ja auch direkt ein Baum dran. 80% bebaubare Fläche in der Nähe dieses Standorts? Wonach wird denn das berechnet? Wieso ist denn hier nur 60% bebaubare Fläche? Das ist undichtig. Aber warum steht's da? Okay, ich baue es jetzt dahin. Ich verstehe es nicht. Okay, gut. Grenze. Grenzen erweitern ein Gebiet. Schlosszentrum. Bauunterlege mit dem Schlossherz. Burgherz aufwerten. Stufe 1. Grenze. Dinasar. Schloss verfällt. Haltbarkeit der Burg 99%. Rapide fallend oder was? Warum? Ah, was? Okay. Äh.
glaube, wir haben die Hälfte von Wiederhaben. In 10 Stunden? Krass. Erweitern dein Gebiet, den du begrenzen setzt. Machen wir mal. Was kostet mich so eine Grenze? Auch Blutessenz. Und 20 Stein. Krass. Okay, so, hätten wir gemacht. Beispiel. Technologie freigeschaltet. Wände und Bauten. Um mich und mein Hab und Gut zu schützen, errichtete ich Mauern um mein Territorium und bereitete mir einen Platz im Aufbruch vor. Schütze dein Gebiet, in die du Palisaden errichtest. 3 Stück. Palisadenwand, Palisadeneingang, Palisadentor. Dann haben wir hier erstmal einen Palisadeneingang. Den machen wir da ein. Palisadentor. Sehr schön. Palisadensäule. Da muss noch was weg hier. Wenn du tiefer im Spiel steckst, wird er nicht aufgehen. Alles klar. Kannst du gerne in das Fairground. Ich denke mal wegen PvP. Okay. Hardtour Voltikay. Also 10 Stunden macht ihn schon nervös. Okay, gut. Palisaden. Doch, das hat so funktioniert. Platziere einen Holzsarg. Machen wir den mal hier. Ah, wieso ist denn das blockiert durch Palisadenwand? Achso, darf ich nicht so nah dran sitzen? Gut. Machen wir den mal ruhig hier hin, ne? Kann man direkt durch die Tür ins Schlafzimmer. Zum Schlafen halten. Platziere ein hölzernes Versteck. Hä? Was ist denn ein hölzernes Versteck? In die Kiste damit? Ich meine eine Kiste damit, ne? Tatsache, hölzernes Verstecken. Was kostet mich die überhaupt? Ah ja, komm. Geschenkt. Bauer interagiere mit einem Sägewerk. Okay, Bauer interagiere mit einer einzelnen Werkbank. Schlusszentrum. F. Das macht mir echt Sorgen. Das setzt mich so unter Druck hier. Okay, gut. Sägewerk. Produktion. Herstellung. Einfache Werkbank. Nee. Veredelung. Nee. Sägewerk. Sägewerk. Machen wir doof. Das bauen wir dann mal. Das ist aber groß. Kann ich das nach links drehen und nach rechts? Wo ist denn hier vorne und hinten?
dann würde ich ganz gerne eine Eich. Den Hauself lassen wir hier mal. Haben wir unseren eigenen Hauself, ich finde das gut. Ja, das dürfte 10 Stunden Echtzeit sein. Aber ist das nicht schon wieder auf Servern so ein Problem? Ich meine, gut, wenn man gezielt Blutessenz farmt, wahrscheinlich hinterlässt ja jede Leiche welche oder sowas, ne? Ist das vielleicht kein Problem? Du musst dir das sonst regelmäßig einloggen halt wieder, ne? Grundlagen, Grenze. Palisaden. Ach komm, echt? Ernsthaft? Baum? Game-Stunden, ja, klar, sicher. So, Palisade, da bist du. So, dann wollen wir hier hinten mal die. Für 3 Stück reichen meine Ressourcen anscheinend noch. Ich schätze mal, dass das vorne ist. Graue und Energie mit einem einfach gibt mehr Schatten. Okay. Ja. Kann ich jetzt einfach im Sarg schlafen, bis Nacht ist? Cool. Was ist denn das denn, Rotz? Wird's mal dunkel in der Schräge? Schlaf ich bis. Oh, ey, kaum die Augen aufgemacht, schon hast die Sonne in der Fresse. Das ist doch. So, gut. Sägewerk. Eine einfache Werkbank. Produktion. Herstellung. Achso, dafür brauche ich richtig mal mit dem Sägewerk interagieren. Mit mehr Schatten, bitte. Sägewerk. Ja, Moment. Ich kann nicht, wir machen gerade Bretter. Kann ich teleportiert werden? Wir gewinnen es. 20 Holz. Achso, muss ich da reinpacken, ne? Ah, ja. Eingabe, Ausgabe. Ach, das passiert automatisch. Cool. Darf ich abkürzen und diese Mechanik des Sages kurz umreißen? Gleich. Gib mir mal bitte die Sekunde. Lass mich erstmal spekulieren. Also erstmal betrachte ich den Sargreiter als meine persönliche Pausenfunktion, weil solange ich drin liege, kann mir wahrscheinlich nichts passieren. Ich werde wahrscheinlich, spätestens wenn mich die erste Banditenraid ereilt, irgendwie eines Besseren belehren. Wenn ich sterben kann! Ey Leute. Gott! Ich muss gleich mal ein bisschen auf die Jagd gehen. Ich habe
das Ding um 9, das liegt jetzt bei 300 Millisekunden später als letztes Mal. Das Foto ist herrlich. Ja, das ist super. Ach, von Tauritien, so schön. Oh, es hat schon aufgehört. Ey. Super, ich komme an mein Brett nicht ran. Das gibt's doch nicht. Doch, das Gebäude selbst wirft Schatten, das ist gut. So, kann ich jetzt eine einfache Werkbank bauen? Nee. Warum macht so ein Sägewerk nichts mehr? Wir haben doch noch Holz. Nee. Oh, scheiße, kostet das Material. 20 Holz für ein Brett? Womit bearbeiten das? Mit Bibern? Wow. Ja, eben 20 Holz, ein Brett, MB-Spiele, du sagst es. Krass. Das ist ja unglaublich. Brettschichtholz. Ja, ja, genau. Da will ich die Preise mitsehen, denke ich mir auch. Ist Schicht hier, Holz. Weißt du, ich dachte, ich hätte viel Holz. Ja gut, ich habe hier mal 500. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch mehr Bretter. So, in der Enkenburg-Zimmer. Warum ist denn da oben eigentlich keine Haken drin? Naja, okay. Erhöht die Herstellungs- und Verfeinerungsrate, wenn es in einem geschlossenen Burgraum platziert wird. Okay. Reduziert die Kosten für die Fertigung von Materialien, wenn alle Böden in diesem Raum Werkstatt haben. Okay, gut zu wissen. Herstellung, einfacher Werkbank. Stellen wir die da auch mal hin. So, einfacher Werkbank. Hat die auch sowas? Schmiedeböden, okay. Was soll ich machen? Eine stärkere Ausrüstung herstellt in der Werkbank. Rüstungsstufe, Kupferbahn. Noch ein Ring, Blutrose, Pflanzenfaser, befleckter Schmuck, Kupfer, verstecktes. Ja, ja, okay. Bretter. Das kann man ja schon mal machen. Zählt das da rein? Ja, das hat da reingezählt. Habe ich auch gleich angelegt. Wo habe ich die andere denn? Ach, die wird ja verbraucht dabei. Aber dann kann ich doch hier bestimmt Nachtschrat weg, ne? Nachtschrat Leggings. Naja. Leder. Sägewerk. Ich glaube, da möchte ich noch ein zweites von haben. Ich glaube, ich will noch ein zweites Sägewerk haben. Magic, moin.
Knochenschwert, das nimmt er schon mal. So, was bringt das? Physische Kraft ist ein bisschen besser. Physischer Schaden an Holz, physischer Schaden an Vegetation. Ja? Achso, ich vergleiche auch Axt mit der. Okay, eine Allround-Waffe, die Hiebschaden verursacht, eine Rüstung auf die. Okay, gut, ist dasselbe. Macht halt nur ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Nehmen wir gerne an. Ich finde das gut, dass das Alte dabei verbraucht wird. Dann hast du wenigstens nicht das Problem, wohin mit dem alten Ort, weißt du? Beantworten. So, bau und interagiere mit einem Blutaltar. Und das klingt so als Dominanz. Jahre mächtige V-Blutträger und trinke ihr Blut, um ihre Macht und ihr Wissen für dich zu beanspruchen. Mir geht die Blutessenz aus. Blutaltar. Wo will ich den denn hinsetzen? Hier, ne? Warum nicht? Ja. Okay, Alpha Wolf. Belohnung, Wolfform. Ach so, ja, richtig. Das ist das, man kann, je nachdem, wen man getötet hat, kriegt man unterschiedliche Belohnungen dafür. Wie wenn ich den Rufus, den Vorarbeiter, töte, kriege ich dann nur das Rezept für die Holzbearbeitungsbank. Vorher nicht. Und erst dann kann ich eine Angel herstellen, weil Rufus ist der Einzige, der das Angelrezept hat. Oh Mann. Okay. Aber ist irgendwie witzig. Blut verfolgen. Das gucken wir dann mal. Ich glaube, ich brauche hier noch mehr Bretter, ne? Na komm. Packen wir hier mal alles rein, was wir haben. Machen wir mal unser Inventar leer. Öffnen. Leder. Steine, Steine, Steinziegel, Steine. Der packt das von unten nach oben rein. Ist ja auch witzig. Papier. Und dann müssen wir uns hier mal in aller Ruhe noch einen kleinen damit rein, glaube ich. Nee, die Knochen wollte ich ja zum Leben. Okay, die Kisten werden mich leicht wahnsinnig machen. Zum Leder packe ich die Knochen. Wir müssen unbedingt von dem Krams was haben. Und hier packen wir mal den ganzen restlichen Krams rein. Wie das hier. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt gerade haben will. So, und das restliche Holz packen wir mal auch hier rein. Das kann ja so prima vor sich hin sägen. So, dann gehen wir noch mal jetzt Solo. Ja, also ich spiele im Singleplayer, aber es ist auch Multiplayer. Sonderregel Nummer 3. Und sägt der Well sich in die Hand, macht der Chat daraus eine Wand. Indem du das Blut eines V-Trägers. Das machen wir doch mal. Unter J war das, ne? Nee. Was, wer? Morgen ist doch deutschlandweit Feiertag. Ja gut, ich habe nur meinen Bürojob, ich habe auch die Feiertage. Matze. Es gibt ja genug Leute, die morgen arbeiten müssen, aber ich gehöre halt nicht dazu. Wenn in Bremen Feiertag ist, ist deutschlandweit, glaube ich, Feiertag. Blut verfolgen. Aktuelle Verfolgung. Ah, guck mal. Ja? Wo ist es weg? In die Richtung muss ich laufen. Wieso bin ich denn jetzt Stufe 17? Ach, das ist meine Ausrüstungsstufe, nicht meine Levelstufe. Komme ich denn da hoch?
Ah, da. Auf alle Fälle erstmal hier auffüllen. Oh, da unten ist ein ordinärer Wolf. Ach, die schon wieder. Mensch. So, danke schön, Jungs. In die Richtung muss ich, okay. Da ich jetzt sehr weit gelaufen bin, schon von dem Startgebiet weg. Also hier finde ich bestimmt nicht den Eifer. Der schläft ja. Der ist aber nicht, den ich haben möchte. Den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das sind Felsen oder sowas. Entschuldigung, war ein bisschen laut. Gott. Das ist doof. Dann gehen wir mal da lang. Meine Güte. Ach, hab ich schon wieder abgebrochen. Der zeigt ja die Luftlinie wahrscheinlich an, wo dieser Wolf ist. Das Doofe ist. Kann ich das denn jetzt abbauen? Nee. Aber ich möchte die Kamera mal weiter nach vorne stellen. Das ist normaler Wolf. Tag. Wo kommen wir denn da hin? Ja, es ist 8 Uhr schon. Wo muss ich denn hin? So schwierig kann es ja nicht sein, ne? Dieser Spur zu folgen, oder? Ja, kommst du mal. Also doch in die Richtung. Blüh dir die Bogenschützen. Ah, Wolfshöhle. Sehr schön. Hier wird das wohl sein.
So, was ist das jetzt hier? Wäre Nahkampf- und Projektilangriffe für... Verdammte Axt, ey. Es ist aber auf dem Timing hier. Für 1,5 Sekunden ab, das Abwehren eines Angriffs halte ich um 30% der Zeit, löst eine Gegner aus, die Feinde wegstößt und 100% mal unsichtbar, wenn der Effekt ausgelöst wird. Okay, also sollte ich öfter mal C drücken. Ja, genau. Ja, ja, also ich habe sehr oft rhetorische Fragen. Das ist für viele sehr verwirrend. Dizzy Arthur, einen schönen guten Tag. Das kommt daher erstmal noch von YouTube, weil da ist ja dann in dem Augenblick keiner im Chat. Und das ist ja blöd. Du kannst ja nicht ein YouTube-Video aufnehmen und sprichst die ganze Zeit über nicht mit dem Argument, hier ist ja keiner da. So. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist da keiner. Und aber ansonsten. Ganz schlechte Gegend für sowas. Ganz schlechte Gegend. Ach richtig, ich war mal an diesen Balken. Den wollte ich mir mal angucken. Das ist ein normaler Wolf, das ist kein Alpha-Wolf. Da ist nirgendwo Schatten. Ich kann da gerade nicht rein. Ich muss warten. Ich kann da gerade nicht rein. Jetzt soll er doch jetzt in die Richtung gehen, oder? Ich soll doch jetzt in diese Richtung gehen. Aber hier ist doch nichts. Bitte was? Oh Gott. Da hier ist keine Reinbock. Es kommt kein Bock zu. Der ist gerade nicht da. Ja, aber der, okay, der hätte doch daran vorbeigehen müssen bei mir. Na gut, der bewegt sich ja auch. Sollte ja auch irgendwo so ein Boss sein. Aber es kann doch nicht angehen, dass der jetzt hier nicht da ist. Das ist wieder so ein dober Bär. Oh, rechts trampeln wieder die Bogenschützen rum. Wollen wir versuchen. Oh. Dass der
war doof, dass der hier durch die Gegend rennt. Ja, aber eindeutig, der ist nicht hier. Ey, jetzt muss ich in die Richtung wieder zurück. Meine Frage, stelle ich mich besonders blöd an oder ist das besonders schwierig? Ja, eindeutig ja. Eindeutig ja, was? Jetzt ja genau. Wenn ich schon frage. Ja, aber irgendwo muss ich doch hier einen Wolf. Also normalerweise würde ich den ja in diesem Wolfsbau vermuten. Ja, aber so kommen wir doch nicht weiter. Ich gehe jetzt nochmal in diese Wolfshöhle hier rein. Also wo soll der denn sonst sein, wenn nicht hier, sag ich mal, ne? Das ist ja albern. Ich bin hier in der Wolfshöhle. Man müsste ja auch irgendwie mal seine Leiche auf dem Boden finden, wenn die NPCs den getötet haben oder so. Ach, da ist er. Sehr schön. Meine Herren. Nett. Die für mich! Die für mich! Ey, Leute! Ja, komm mit! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, Wolf! Komm mit, Wolf! Ich muss mich heilen. Weglocken, was? Den Typen hier.
Ich hoffe, dass der Wolf da leider liegt. Wie komme ich denn hier überhaupt raus? Noch ist er da. Komm. Nee, den zweiten konnte ich nicht abstauben. Oh Mann, ey.